Ein Lich Key und Lich Malkius Key. Okay. Ernsthaft. Das war nicht geplant. Ich frage mich gerade, sind das die Krypten von zwei Eumeln, oder? Tombs of the Sheldred und Malkuir, the Bringers of Pain and Decay. They will remain as such beyond the end of days. Also 5 und 7 sind hier. Okay. Ihr seid leider nicht untot. Gut, das heißt wirklich, dass das hier... Na gut, rauskommen wir schon mal nicht. Ehrlich, langsam geht die mir auf die Nerven. Respawnen die Viecher etwa? Ja, das Kleinvieh respawnt wohl. Respawnen auch die Tentakel? Nein, die nicht. Thank you.
Level up für Talisa. Way. So, wo geht's da bitte hin? Ja, zu Orten, die wir bereits kennen. Zum Great Staircase. Ah ja. Gut, das heißt, die zwei sind fertig. Jetzt muss ich weiter nach oben. Hierhin. Ja gut, vom Great Staircase komme ich da recht leicht hin eigentlich. Vor allem, weil wir hier auch geklärt haben. Und finde unterwegs vielleicht noch ein was zum Heilen. Naja, hier kann ich einfach das hier umgehen und hier hochgehen. Kann hier aufmachen und hier hochgehen. Kann hier in die Fallen rein. Gleich jedenfalls. Ah, ich kann aber mal gucken, wer hier alles eingekerkert ist. The Third of Seven, the Bringer of Torments. Ja, und dann haben wir noch Schmiede, Code Key. Hier haben wir noch einen Fallen. Oh. Ja gut, bevor wir die Fallen hier machen. Also wenn es zwei Tombs gibt, in dem zwei Leute drin sind, dann müsste das aufgehen. Weil wir haben hier noch eins. Oder wenn es drei gibt. Mal gucken. Ah doch, ich war in der richtigen Richtung. Das ist schon die richtige Richtung. Ich muss mich nur nicht verlaufen. Ich muss nämlich hier durch den Durchbruch durch. Ach Mist, ich komme hier ja nicht gleich mehr zurück. Das war unklug. Wo war mein letzter Quicksave? Sag mir bitte, ich darf nicht die Tomb of Fallen, die ich gerade gemacht habe, nochmal machen. Ne, Great Staircase, okay. So, hier kann ich einmal hoch. Hier kann ich raus. So. Von da aus wäre es wahrscheinlich viel einfacher, dahin zu kommen, aber ich wage es einfach mal. Jo, ich kam von der Seite gar nicht hin.
Blöder Fall von Dengste. Ich müsste da hoch. Mal sehen, ob ich das hinkriege, ohne von Felsen zerschmettert zu werden. Um genau zu sein, vor dem Felsen da. Jo, weil hier muss ich lang. Und unterwegs gibt es ja auch noch zum Glück. Dich da. Dann kann ich nämlich hier hoch. Sixth of Seven. Mhm. Gut. Dasselbe Spiel wieder. Das ist sowas, okay. Aha. Das kann ich auf jeden Fall ziemlich gut. Muss ich nur noch an den Sack ran. Gibt es hier vielleicht einen Knopf, um das zu öffnen? Ich muss ihn mal am Leben lassen, bis ich ihn da rausgekriegt habe. Vielleicht ist das der Grund. Also ja, ich kann um ihn herumlaufen.
gerne auch hier wieder raus. Weil hier muss ich seinen Schlüssel jedenfalls reinstecken.